Die größte Gefahr im Jahr 2024, die übersehen alle. Es ist eine Gefahr, die unser ganzes Land hart treffen kann und auf die sie sich unbedingt vorbereiten müssen. Leider wird diese Gefahr von niemandem deutlich ausgesprochen. Nicht vom Kanzler, nicht vom Bundespräsidenten und auch nicht in den meisten Medien. Doch ich rede jetzt in diesem Video Klartext. Mein Name ist Martin Werle. Ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge und Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Übrigens ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es gibt zwei große Gefahren fürs neue Jahr, die einige schon auf dem Zettel haben, aber es gibt auch eine Gefahr, die alle im Moment noch übersehen. Und von dieser Gefahr, da will ich hier sprechen, da will ich Sie warnen. Denn wenn Sie wissen, was Sie erwartet, dann können Sie sich genau darauf einstellen und dann können Sie Vorsorge treffen. Auch die zwei anderen Gefahren, die haben es wirklich in sich und die können uns alle betreffen. Deshalb erst ein Wort dazu. Die erste dieser Gefahren, das ist der Ukraine-Krieg. Diesmal züngelt das Feuer des Krieges in unserer eigenen Nachbarschaft so dicht, dass wir den Kanonendonner fast hören können. Es braucht nur eine russische Rakete, die versehentlich in Polen einschlägt und schon liegt der NATO-Verteidigungsfall vor. Schon kann das Feuer eines atomaren Krieges losbrechen, das Deutschland verschlingen und alles zerstören wird. Der Westen, der begeht meines Erachtens einen schweren Fehler, der sich leider im Jahr 2024 fortsetzt. Sein größtes Ziel ist es nicht, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern er will diesen Krieg gewinnen. Aber was würde passieren, wenn es mit westlichen Waffen wirklich gelänge, Putin an den Rand einer Niederlage zu drängen? Dieses Szenario ist zwar höchst unwahrscheinlich, da die russische Armee allein durch ihre Größe, durch ihre Personalstärke weit überlegen ist. Aber wenn es doch geschehen sollte, wenn Putin mit dem Rücken an der Wand steht, dann bin ich sicher, er würde zu einem fatalen Schlag gegen die Welt ausholen. Und zwar unbedingt mit Atomwaffen. Kein anderes Land besitzt so viele Atomsprengköpfe wie Russland und die kämen zum Einsatz. Wird Deutschland dann zum Schauplatz eines Atomkrieges werden? Werden wir alle pulverisiert? Ganz sicher. Zum einen sind wir längst Kriegspartei geworden, auch wenn unsere Regierung das nach Kräften abstreitet. Wir liefern Waffen, sogar Panzer. Wir bilden ukrainische Soldaten aus. Wir haben eine Außenministerin, die damit droht, Russland zu ruinieren. Und diese Außenministerin ist rausgerutscht, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden. Wir müssen 2024 endlich einsehen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder beenden wir den Krieg in der Ukraine mit diplomatischen Mitteln oder wir riskieren den Untergang der zivilisierten Welt. Jetzt werden einige wieder sagen, Putin wäre nie so unvernünftig, zu Atomwaffen zu greifen. Dieselben Experten waren sich vor dem Krieg noch sicher, dass Putin nur leere Drohungen gegen die Ukraine ausstieß und dass er niemals den Einmarsch riskieren würde. Doch er setzte um, was er angekündigt hatte. Und derselbe Putin hat 2022 in seiner Rede an die Nation gesagt, ich möchte daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Arten von Waffen verfügt und einige von ihnen sind moderner als die Waffen der NATO-Länder. Zur Verteidigung Russlands und unseres Volkes werden wir mit Sicherheit von allen uns zur Verfügung stehenden Waffensystemen Gebrauch machen. Dies ist kein Bluff. Dies ist kein Bluff, sagte er. Und wenn er von den modernsten Waffen spricht, dann spricht er ohne jeden Zweifel von Nuklearwaffen. Deutlicher geht es nicht. Dass ein dritter Weltkrieg seit der Kuba-Krise nie so nah war wie in diesen Tagen, das ist eine traurige Tatsache. Aber eine andere, viel näherliegende Gefahr in unserem eigenen Land, die wird von allen übersehen. Doch vorher noch zur zweiten Gefahr, die einige schon auf dem Schirm haben. Es ist eine fatale Gefahr, gegen die viel zu wenig getan wird. Denn Deutschland, das geht den Bach runter, auch im neuen Jahr. Bis 2017 waren wir der Wachstumsmotor in Europa. Wir haben uns aufgespielt zum strengen Schulmeister Europas. Wir haben andere Nationen wie die Griechen aufgefordert, ihre Hausaufgaben wirtschaftlich endlich zu machen. Doch jetzt sind wir nicht mehr der Primus, jetzt müssen wir selber nachsitzen. Unser Wachstum, das hinkt seit 2017 den anderen Ländern Europas hinterher. Und die Kurve, die saust unter der neuen Bundesregierung weiter und steiler abwärts.
Das Gespenst der Arbeitslosigkeit geht wieder um in Deutschland. Im Oktober standen 165.000 Menschen mehr auf der Straße als im Vorjahr und hatten keinen Job. Das entspricht fast der kompletten Einwohnerzahl einer Stadt wie Saarbrücken. Ist Deutschland unter die Räder gekommen? Nein, wir sind selbst unter die Räder gesprungen. Wir haben uns abgeschnitten von der billigen Energie, die aus Russland kam. Wir wollten Putin schaden, aber geschadet haben wir uns selbst. Denn andere Länder Europas, die lachen sich ins Fäustchen. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness brachte eine unglaubliche Zahl ans Licht. Im Jahr 2023 haben EU-Staaten von Januar bis Juli insgesamt 22 Millionen Kubikmeter Flüssigerdgas aus Russland eingeführt. Das sind 40% mehr als im selben Zeitraum des Jahres 2021 vor dem Krieg. Während Deutschland sich freiwillig auf Gasdiät setzt, während die Energierechnungen der Haushalte und Firmen bei uns durch die Decke gehen, derweil beziehen andere EU-Staaten jetzt nicht weniger billiges Gas aus Russland als vor dem Krieg, sondern sie beziehen deutlich mehr. Kein Wunder, dass Deutschland da auf der Strecke bleibt. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt, was die Moral und den Klimaschutz angeht, aber haben wir dabei auch ausreichend auf das Gleichgewicht zwischen Ökologie und Ökonomie geachtet? Haben wir uns die Frage gestellt, was den Menschen und der Wirtschaft zumutbar ist, gerade den armen Menschen? Nun könnten Sie einwenden, ist es nicht verkraftbar, dass die deutsche Wirtschaft nach all den Jahren des Wachstums mal einen Gang runterschaltet? Leider sprechen wir nicht nur von einem Gang. Der frühere Direktor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, der Ökonom Gabriel Felbmayr, der spricht eine Wahrheit aus, die wir von unserem Wirtschaftsminister Habeck so niemals hören würden. Die Situation in Deutschland ist jetzt ähnlich wie die in Italien, Spanien oder Griechenland vor 15 Jahren. Zitat Ende. Wir, die mit dem Finger auf die sogenannten Pleite-Griechen gezeigt haben, wir sind auf dem Weg zu Pleite-Deutschen zu werden. Und das ewige Versprechen, dass es der nächsten Generation besser als der jetzigen gehen wird, dieses Versprechen, das gilt in Deutschland nicht mehr. Unsere Kinder, die werden nicht nur das Eis der Gletscher, sondern sie werden auch den Wohlstand des eigenen Landes immer mehr schmelzen sehen. Es sei denn, die Regierung, die reißt das Ruder noch herum. Und jetzt bin ich bei der dritten, bei der nach meiner Meinung größten Gefahr für Deutschland. Ich bin in Sorge, weil der Zusammenhalt in unserem Land schwindet. In der Corona-Krise, da ging es los. Familien, die brachen auseinander und Freundschaften, die gingen entzwei, und zwar nur, weil man nicht einer Meinung war, beispielsweise mit Blick auf die Impfung. Es gab kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander, und dieser Trend, der setzt sich fort, leider auch 2024. In Deutschland spielen die Reichen gegen die Armen, die Linken gegen die Rechten, die Waffenbefürworter gegen die Pazifisten, die Firmen gegen die Mitarbeiter. Und wer anderer Meinung ist, der ist nicht nur einfach anderer Meinung, sondern er ist sofort ein Gegner, ein schlechterer Mensch. Er wird mit Schimpfwörtern überzogen, dann ist der Kriegsgegner eben kein Kriegsgegner mehr, sondern dann ist er sofort ein Putin-Freund. Und der Humanist, der die Schonung der Zivilisten im Gazastreifen fordert, der wird sofort zum Antisemiten erklärt. Wir hören nicht mehr mit hermeneutischem Wohlwollen zu, wir unterstellen anderen nur noch das Schlechteste. Die Krise, die treibt uns auseinander, das gilt auch wirtschaftlich. Rund um den Globus haben im ersten Corona-Jahr 2.700 Milliardäre ihr Vermögen um etwa 4,5 Billiarden Euro vermehrt. Wir sprechen von 6% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Aber die einfachen Menschen, die stürzten in die Arbeitslosigkeit, die gingen in die Kurzarbeit oder die liefen mit ihren kleinen Firmen in die Insolvenz. Genau damit hängt der große Knall zusammen, der uns in Deutschland 2024 bevorsteht. Ich komme gleich darauf zurück. Auf der einen Seite, da knallen die Champagnerkorken, die Milliardäre, die feiern, die Weltkonzerne, die schwimmen immer noch in Geld, die Manager, die gehen mit Millionen Prämien nach Hause. Hier findet eine rauschende Gewinnerparty statt.
Aber auf der anderen Seite, da sehen wir in Deutschland den größten Niedriglohnsektor Europas. Da sehen wir Menschen, die 3 Jobs pro Tag ausüben, um sich knapp über Wasser zu halten. Hier sehen wir fleißige Arbeitnehmer, die unter der Inflation und den immer höheren Lebensmittelpreisen ächzen, die sich keine Wohnungen in den deutschen Großstädten mehr leisten können und die im Supermarkt ganz genau überlegen müssen, ob sie sich eine Packung Nudeln noch in den Einkaufswagen legen können, ohne damit an der Kasse schon ihr Dispo-Limit zu sprengen. Die Reichen, die verabschieden sich aus der Solidarität. Etliche Konzerne, die entlassen Mitarbeiter und zwar aus reiner Profitgier. Sie streichen Stellen, sie dünnen Teams aus und sie überfordern die verbleibenden Arbeitskräfte. Solche Firmen, die fühlen sich nicht mehr ihren Angestellten, sondern die fühlen sich nur noch der Börse verpflichtet. Und die Börsen, die folgen der kruden Logik, dass nur ein entlassener Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist. Was dieser Zynismus für die Menschen in den Betrieben bedeutet, da sehe ich in meiner Praxis als Karriereberater. Hier ein ganz erschütterndes Beispiel. Ein Konzern gibt jedes Jahr im September eine Liste heraus, wer im kommenden Jahr einen bestimmten Bereich des Unternehmens verlässt. Mein Klient Günther, der arbeitete in diesem Bereich und er scrollte diese Liste stets mit Interesse durch. Doch als er das zuletzt tat, da zuckte er zusammen, denn unvermutet fand er seinen eigenen Namen auf der Liste. Er ging von einem Missverständnis aus, denn gerade noch, da hatte ihm sein direkter Vorgesetzter in einem Mitarbeitergespräch versichert, wie wertvoll seine Arbeit für das Unternehmen sei. Also eilte er zu seinem Chef, der entschuldigte sich dafür, dass der Mitarbeiter auf diesem Wege von der Kündigung erfahren hatte. Aber für die Kündigung an sich, ohne jeden Grund und nach Jahrzehnten treuster Arbeit, dafür entschuldigte er sich nicht. Vielmehr verwies er darauf, dass die Geschäftsleitung auf einen massiven Personalabbau bestehe. Dazu muss man wissen, dass dieser Konzern zu diesem Zeitpunkt an den Börsen so viel Geld wert war wie nie zuvor. Von seinen Gewinnen hat er durch diverse legale Tricks unter 25% Steuern bezahlt, also nur die Hälfte von dem, was ein Mitarbeiter wie Günther Monat für Monat an den Staat überweist. Und jetzt frage ich Sie, wohin führt es, wenn Arbeitsverhältnisse frei von jeder Loyalität sind? Wohin führt es, wenn Mitarbeiter nur noch als Ballast gelten, den man bei erster Gelegenheit abwirft? Wenn Menschen arbeiten, aber davon in Zeiten der Inflation kein würdiges Leben mehr finanzieren können? Und wenn jeder Mensch mit einem mittleren Gehalt dennoch prozentual viel, viel mehr Steuern zahlt als ein großer Konzern mit einem mittleren Milliardengewinn? Andere Kleinverdiener, zum Beispiel die Paketzusteller für Versender wie Amazon, die hetzen den ganzen Tag von Tür zu Tür und zwar für einen Hungerlohn. Doch während Amazon 2022 seinen Umsatz um 10% auf 33,6 Milliarden steigert, derweil drückt sich dieses stinkreiche Unternehmen in Europa oft mit Erfolg um seine Körperschaftssteuer. Rekordumsätze wurden in mehreren Jahren bis in die Verlustzone kleingerechnet. Amazon begründete das mit hohen Investitionen in Europa, doch Steuerfachleute gehen davon aus, dass hier künstliche Verluste verschoben und Steuerschlupflöcher genutzt wurden. Ein Milliardenkonzern, dem die Taschen vor lauter Geld zu platzen drohen, der sich aber als armer Mann ausgibt, und derweil nagen die Paketboten am Hungertuch, derweil können sie durch die Inflation sich in den teuren deutschen Großstädten kaum noch Einzimmerwohnungen leisten, derweil schuften sie sich für ihren Minilohn mit etwas Pech auch noch direkt in einen Herzinfarkt. Und diese ausgebeuteten Kleinverdiener, die zahlen auf ihr Minigehalt in Deutschland Steuern, statt Schlupflöcher wie ihr Arbeitgeber zu nutzen. Und mit diesen Steuern werden dann unter anderem jene Straßen gebaut, auf denen die Pakete von Amazon und Co. zum Kunden rollen. Und wenn dieser kleine Paketzusteller in seiner Steuererklärung einen winzigen Fehler machen sollte, dann tritt ihm derselbe Staat vors Schienbein, der es aber ganz offiziell hinnimmt, dass ihm die Konzerne immer wieder um die regulären Steuersätze bescheißen. Und jetzt wird uns als Riesenerfolg verkauft, unter anderem von Bundeskanzler Scholz, dass es künftig eine globale Mindeststeuer für Konzerne auf ihre Gewinne gibt. Und diese Steuer, die liegt bei, jetzt halten Sie sich fest, 15%.
Das entspricht etwa dem Eingangssteuersatz für Arbeitnehmer in Deutschland, jenem Steuersatz also, den jemand mit einem knapp unter 10.000 Euro liegenden Einkommen pro Jahr bezahlen muss, also 800 Euro pro Monat. Und dieser Mini-Steuersatz, der soll gerecht sein für Konzerne, die nicht 100.000 Euro, nicht 1 Million, nicht 100 Millionen, sondern über 10.000 Millionen pro Jahr verdienen. Und jetzt will ich Ihnen sagen, wohin es führt, wenn wir 2024 so weitermachen. Dann fliegt uns der soziale Brennstoff mit einem lauten Knall um die Ohren. Dann werden diejenigen, die nicht einmal mehr eine Wohnung in der Stadt bezahlen können, obwohl sie arbeiten, dann werden die gegen diejenigen aufstehen, die sich ganze Straßenzüge kaufen. Dann liegt ein Aufstand in der Luft. Dann werden sich die Reichen nicht mehr an ihrem Reichtum in Deutschland erfreuen können, weil dieses Land unwirtlich wird für uns alle. Ich spüre, dass es in unserer Gesellschaft gärt. Noch kam es zu keiner Explosion, noch entlädt sich der Zorn, entlädt sich die Wut in Internetkommentaren, aber das kann sich rasch ändern. Darum fordere ich uns alle auf, lassen Sie uns für einen fairen Ausgleich in Deutschland sorgen. Lassen Sie uns die großen Konzerne wieder in die Steuerpflicht nehmen. Lassen Sie uns den Wohlstand so verteilen, dass alle in diesem Land etwas davon haben. Ein reiches Land sind wir nur dann, wenn jeder von seiner Arbeit ein würdiges Leben finanzieren kann. Und ich finde, wenn es den Konzernen gut geht, dann müssen Sie diesen Wohlstand mit Ihren Mitarbeitern, mit diesem Land teilen. Lassen Sie uns kämpfen für die Solidarität. Lassen Sie uns Menschen die Hand reichen, die anderer Meinung sind als wir. Denn das, was uns miteinander verbindet, das ist viel wichtiger als das, was uns voneinander trennt. Wir alle sind Menschen. Wir alle, wir streben nach einem glücklichen Leben. Und wenn jeder von uns darauf achtet, dass es auch dem Menschen neben ihm gut geht, wenn die Reichen auf die Armen achten und umgekehrt, wenn die Waffenbefürworter auf die Pazifisten achten und umgekehrt, wenn jeder auf den anderen achtet und sich von der Liebe leiten lässt und nicht länger vom Hass, dann kann uns ein gutes Jahr auch in diesen schwierigen Zeiten gelingen und dann, nur dann, bleibt uns der große Knall erspart. Und nun schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, warum der ukrainische Präsident Zelensky möglicherweise für einen Terroranschlag auf Deutschland ins Gefängnis muss. Es ist eine ganz, ganz heiße Geschichte, über die kaum geschrieben wird. Klicken Sie das Video hier in der Infobox oder wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Noch eine persönliche Frage. Warum haben Sie dieses Video bis ans Ende geschaut? Offenbar sind Sie ein Mensch, der selber denkt, statt der Mehrheit einfach nur hinterher zu rennen. Das finde ich sehr sympathisch. Aber haben Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten mehr in Ihrem Leben verdient? Haben Sie vielleicht schon versucht, etwas zu verändern, aber sind dann doch wieder zurück ins alte Fahrwasser gespült worden? Und suchen Sie nach einer Möglichkeit, doch noch Ihre Wünsche, doch noch Ihre Träume zu verwirklichen? Ich stelle Ihnen einen fantastischen Weg vor, wie Sie das mit nur drei Minuten Aufwand pro Tag schaffen können. Ich schenke Ihnen jetzt mein kostenloses Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Die Methode, die Sie hier kennenlernen, die kann Ihr komplettes Leben verändern. Meines, das hat sie schon verändert. Klicken Sie jetzt hier und sichern Sie sich mein wunderbares Geschenk, das kostenlose Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am liebsten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Wehle.